schweigende Mehrheit. Die schweigende Mehrheit möchte keinen Krieg, die schweigende Mehrheit leidet unter den Sanktionen, die schweigende Mehrheit möchte Partnerschaft mit Russland und das ist aber durch die Altparteien und durch die meisten Systemmedien nicht repräsentiert. Woher beziehen Sie denn diese Zahlen, wenn Sie sagen, es geht nicht um die steigende Mehrheit? Auf was fußt das? Das fußt auf einer Menschenkenntnis und auf Umgang mit dem Volk. Aber die Umfragezahlen sagen ja was anderes. Umfragezahlen sagen immer was anderes und die sind aber nicht objektiv. Weil die Leute sprechen ja in den Umfragen nicht, was sie wirklich denken. Ich glaube, dass die Leute sich da auch nicht trauen zu sagen, was sie denken. Auch bei anonymen Umfragen. Das Kompakt-Magazin wird ja als gesichert rechtsextrem gelistet. Wie stehen Sie dazu? Das ist eine Lüge und es ist bezeichnend, dass wir vom Verfassungsschutz nie beobachtet wurden in der Amtszeit von Hans-Georg Maaßen. Und erst nachdem er weggeputscht wurde, wurden wir entsprechend eingestuft, wie auch große Teile der AfD. Das ist vollkommen ungerechtfertigt, weil wir sind keinesfalls rechtsextrem. Wir vertreten die Parole nicht links, nicht rechts, sondern vor. Sie selber haben ja eine linke Vergangenheit. Ja. Können Sie mir kurz sagen, wie der Weg ging von einem linken Autor zu jemandem, der jetzt dieses Blatt macht? Das sind mehr Konstanten als Wechsel. Zum Beispiel ist eine Konstante meines früheren linken Lebens die Kritik am amerikanischen Imperialismus. Und diese Kritik findet sich heute nicht mehr bei großen Teilen der Linken, Ausnahme Sarah Wagenknecht, sondern nur noch bei den patriotischen Kräften. Und deswegen war klar, dass jemand wie ich, der eine solche anti-amerikanische Grundstimmung hat und Prägung von der Jugend her, irgendwann sich im patriotischen Milieu heimischer fühlen musste als bei den wirklich eingekauften Linken. Es gibt ja einen Beschluss der AfD, am Ende Distanz zu halten zu Akteuren wie den Freien Sachsen. Gleichermaßen gibt es aber auch in gewissen Städten einen Schulterschluss zwischen AfD und Akteuren wie den Freien Sachsen. Wie bewerten Sie das? Würden Sie sich da noch mehr Zusammenhalt dieser rechten Akteure wünschen? Es geht nicht um Zusammenhalt der rechten Akteure, sondern es geht um Zusammenhalt aller Friedenskräfte und Freiheitskräfte. Das sind natürlich rechte Akteure, da gibt es aber auch linke Akteure, zum Beispiel das Umfeld von Sarah Wagenknecht. Und Kompakt versteht sich als Mittler zwischen den Lagern. Also diese ganzen Kräfte müssen zusammenkommen. Haben Sie ja mit Kräften wie beispielsweise den rechtsextremen Freien Sachsen kein Problem? Die Freien Sachsen sind genauso wenig rechtsextrem wie wir. Das ist alles eine Lüge vom Geheimdienst. Der Verfassungsschutz ist ja der Inlandsgeheimdienst. Warum sollte der lügen? Weil er das System verteidigt. Er beschützt nicht die Verfassung, sondern er beschützt die Regierung. Ich danke Ihnen herzlich. Viel Erfolg noch. Danke. Und weniger Regen vor allem. Ja. Oh, super, Bombe. Okay, jetzt können wir das wieder richtig aufmachen, richtig drauflegen. Und ich nehme auch wieder ein paar Regen. Ich bin ja hier völlig verbrannt.